Ich fürchte, es geht um Schuldzuweisung oder um die Frage, wer trägt für was die Verantwortung. Und das ist genau das, was jetzt nicht diskutiert werden sollte. Die Menschen erwarten jetzt Lösungen. Wir müssen uns jeden Tag vor Augen halten, dass es in dieser Zeit Menschen gibt, die vor dem wirtschaftlichen Abgrund stehen, die nicht wissen, wie es weitergeht, die Existenzängste haben und die erwarten zu Recht von der Politik eine Beantwortung der Frage, wann steht wie viel Impfstoff zur Verfügung, in welcher Reihenfolge wird geimpft, wann sind wir dran? Das ist das, was jetzt von der Politik an Antworten erwartet wird. Herr Busbach, braucht man dafür wirklich einen Impfgipfel? Ich meine, wir sprechen ja seit 4 Wochen darüber. Und was die Menschen bis jetzt nicht verstanden haben, ist vor allem die Frage, warum so wenig Impfstoff da ist, oder? Eigentlich hätte es nur eine Devise geben dürfen, nämlich so schnell wie möglich und so viel Impfstoff wie möglich. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, wir müssen lange verhandeln, das senkt dann auch den Preis, mag sein, aber doch bitte nicht in diesen Zeiten. Nichts ist teurer als den Lockdown immer noch länger aufrechtzuerhalten mit einem enormen volkswirtschaftlichen Verlust. Das ist ja nicht nur der Verlust der betroffenen Unternehmer, das ist ja auch der Verlust an Steuereinnahmen, die der Staat hat und der steigenden Sozialkosten. Und ich glaube, niemand hätte doch der EU oder der Bundesrepublik, der Regierung einen Vorwurf gemacht, wenn man mehr Impfstoff gekauft hätte, als man am Ende tatsächlich benötigt hat. Wenn wir zu viel gehabt hätten, dann wäre die weltweite Nachfrage nach diesen Impfstoffen sofort da gewesen. Andere Länder warten ja genau wie wir jetzt in Deutschland. Und wir sehen ja in Israel, wir sehen es in den USA, wir sehen es in Großbritannien, dass dort die Impfquote wesentlich höher ist als bei uns. Herr Busbach, und gleichzeitig hören wir jetzt aus dieser internen Sitzung eben, dass dort die beiden Kommissare einmal für Beschaffung und dann für Gesundheit dort sitzen und sagen, naja, wir sehen eigentlich keine Schuld bei der EU, wir haben so bestellt, wie geplant. Haben da einige EU-Politiker den Bezug zu den Menschen, den Bezug auch zur Realität verloren? Jedenfalls den Bezug dazu, was die Menschen in diesen Tagen fühlen, was sie spüren. Nämlich, es gibt doch auch einen Vertrauensverlust in die Politik. Jetzt ist jeder, der beteiligt war, darauf bedacht, dass er auf keinen Fall irgendeine Verantwortung oder gar Schuld trägt, dass man ihm jedenfalls keinen Vorwurf machen kann. So wandert der schwarze Peter nicht nur durch die Republik, sondern durch ganz Europa. Ich glaube, es wäre vertrauensbildend, wenn die Europäische Kommission sagen würde, mit den Erkenntnissen von heute hätten wir schneller verhandelt, hätten wir möglicherweise auch früher höhere Mengen bekommen können. Warum ist das so schlimm, das zuzugeben, wenn uns andere Länder doch zeigen, wie es geht? Viele glauben, nur keinen Fehler zugeben, das schadet mir oder meiner politischen Reputation. Ich glaube, dass es vertrauensstärkend wäre, wenn einmal Verantwortliche auch Fehler und Versäumnisse eingestehen würden. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.